Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter. Ja, wir schauen wieder auf die nächste Woche jetzt und geben auch so ein bisschen einen Trend mal für Ostern. Selbstverständlich kann man da noch nicht ins Detail gehen für Ostern, sondern wir schauen mal ein bisschen, wo die Reise der Großwetterlage hingehen kann. Dass uns allerdings erstmal in der ersten Wochenhälfte doch eine ziemlich frische Wetterlage, eine Aprilfrische bevorstehen wird. Kaltluft kommt aus Nordosten, das ist schon ziemlich sicher. Und auch die Nächte besonders, die werden doch teilweise auch nochmal verbreitet frostig werden. Ich will diesmal aber beginnen mal mit der Bilanz des Niederschlags im März bisher. Der März war vielerorts eine sehr nasse Angelegenheit. Das sehen wir gut auf der Niederschlagssummenkarte. Doch vielerorts sind so 60 bis teilweise auch über 100 mm Niederschlag gefallen. Wir sehen auch diese pinken Gebiete, die besonders die Mittelgebirge betreffen. Das sei mal erwähnt, so das Bergische Land oder auch also in NRW dann auch der Thüringer Wald, Schwarzwald. Und da sehen wir gut, diese rosa Gebiete, das sind dann über 150 mm Niederschlag. Am wenigsten kam bis heute Morgen, das ist ja der aktuelle Stand der Karte zusammen, vor allem so in Teilen von Oberbayern, man sieht so auch München, östlich von München, dann bis nach Niederbayern rein, da ist am wenigsten gefallen, teilweise aber auch an der Ostsee. Man muss diese Mengen natürlich immer einordnen, denn in Deutschland fällt natürlich auch im Klimamittel, im langjährigen Mittel, sehr unterschiedlich viel Niederschlag. Das heißt, eigentlich ist natürlich die Region auch im Süden Bayerns deutlich nasser als beispielsweise das Thüringer Becken oder Brandenburg. Deswegen ist das jetzt mal die Abweichung des Niederschlags von langjährigen Mittelwerten, also wo wir mal einordnen können, wo war es relativ durchschnittlich nass oder wo war es deutlich zu trocken. Und hier sticht natürlich auch deutlich die Region in Bayern heraus, Oberbayern, Niederbayern, da wo eben sehr wenig gefallen ist, da war es eben doch deutlich zu trocken bisher im März, während sonst vielerorts, wir sehen schon, es insgesamt relativ durchschnittlich oder teilweise eben auch deutlich zu nass war. Kommen wir jetzt aber zu den Aussichten. Schauen mal, was sich tun wird nächste Woche. Ja, der Wochenbeginn ist erstmal eingetütet. Eine kräftige Hochdruckzone lenkt mit einer nordöstlichen Strömung doch ziemlich frische Luft zu uns mit Kaltluft von Skandinavien her. Dieses Hochdruckgebiet verlagert sich dann am Dienstag mal ein bisschen weiter nach Deutschland herein. Das heißt, es wird uns erstmal vorübergehend überwiegend trockenes Wetter bevorstehen. Ja, und dann am Mittwoch, da kommt schon so ein bisschen Unsicherheit rein. Der ECMWF-Hauptlauf, also der Hauptlauf des europäischen Wettermodells, lässt die Hochdruckzone so ein bisschen nach Deutschland hereinkippen, ist so ein bisschen eher eine Außenseiterlösung heute. Da würde es nämlich dann auch von der Nordsee, von Nordwesten her unbeständiger werden. Die meisten Modelle tendieren aber dazu, dass die Hochdruckzone, dass dieser Block noch geschlossen bleibt. Das heißt, auch so nordwestlich von uns und die Tiefausläufer von Nordwesten noch nicht übergreifen können. Das ist so ein bisschen die Tendenz und auch das Mittel des europäischen Modells ist so ein bisschen gegen den Hauptlauf. Auch das lässt die Hochdruckzone noch relativ stabil bleiben. So kann man davon ausgehen, dass es vor allem dann ab der zweiten Wochenhälfte, speziell eben dann so ab Mittwoch, am ehesten im Osten, in der Osthälfte Deutschlands eher wieder unbeständiger wird und die Niederschlagsneigung wieder zunimmt, wobei vor allem in höheren Lagen sogar auch Schnee fallen kann dort. Schauen wir uns erstmal die Aussichten an für die nächste Woche. Ich habe mal ein bisschen schon mal die Karten zusammengebaut. Wir sehen mal dann am Montag wird es noch einige Schneeregen und Schneeschauer geben, speziell so die östlichen Mittelgebirge, aber auch so Richtung Alpen. Das heißt, je weiter man im Osten und Südosten ist, da wird es dann durchaus auch noch mal nass werden, lässt im Tagesverlauf aber zunehmend nach. Ansonsten kann man sagen, durchaus mal kompakte Quellwolken, so in der Osthälfte speziell. Und je weiter man im Westen und im Nordwesten ist, desto sonniger wird es werden. Ja, eine ziemlich frische Angelegenheit, speziell in der gesamten Osthälfte, teilweise deutlich einstellige Höchstwerte nur. Wo die Sonne durchkommt, nach Westen, Nordwesten, da durchaus eben auch mal knapp zweistellig. Aber es fühlt sich doch relativ frisch an in dieser kalten Nordostluft. Wenn wir ein bisschen weiter schauen, Dienstag, Mittwoch, der Dienstag wohl wirklich mal überwiegend ein trockener Tag. So ganz vereinzelt kann man einen Schauer nicht ausschließen am Dienstag. Überwiegend sollte es trocken sein, teilweise mal ein paar kompaktere Wolkenfelder, wiederum wohl so nach Westen und Südwesten hin am meisten Sonnenschein. Sonst durchaus eben tagsüber auch mal ein paar kompakte Wolken, die durchziehen, aber wie gesagt überwiegend trocken. Tendenziell Mittwoch hatten wir gesehen noch Unsicherheiten, noch mit Vorsicht zu genießen. Insgesamt eher die Neigung, dass es so von Osten her wieder in der Osthälfte unbeständiger wird, durchaus auch mal sogar Flocken bis in tiefe Lagen möglich sind, speziell morgens und abends dann, tagsüber natürlich jetzt mit der Aprilsonne.
hat ja eben Kraft. Selbst wenn es bewölkt ist, steigen die Werte dann eben an, sodass es dann im Tiefland mit Schnee schwierig wird, wenn ich das mal so nennen kann. Das US-Wettermodell hatte heute Morgen sogar richtig so ein Schneefallgebiet in den Osten ziehen, also tendenziell eher nach Osten hin unbeständiger. Die Temperaturen jeweils immer, wo die Sonne am besten durchkommt, auch so nach Westen, Südwesten hin, Nordwesten, schnell mal die zweistelligen Werte nachmittags. Ansonsten wird es sogar teilweise mit der 10-Grad-Marke schwierig werden. Ich will gar nicht mehr so genau jetzt auf diesen weiteren Verlauf, die zweite Wochenhälfte schauen, sondern wir blicken jetzt mal ein bisschen genauer so Richtung Ostern. Tendenziell hatten wir ja gesehen, wird es wohl in der zweiten Wochenhälfte insgesamt unbeständiger werden, wobei sich an den Temperaturen wohl nicht viel ändern wird. So die richtig milde Luft kommt wahrscheinlich nicht durch. Das heißt, es bleibt im Großen und Ganzen eher wieder leicht unbeständiger, auch mal Regen, Schneeregen, und die Temperaturen bleiben eher so, ich sag mal ganz grob, um die 10 Grad Marke. Was ich nicht verheimlichen wollte und fast vergessen hätte, sind natürlich die Tiefstwerte, die wir auch noch anschauen. Ja, das ist ja eigentlich das große Thema auch Anfang der Woche. Gehen wir mal schnell durch. Montag sehen wir relativ verbreitet die blauen Werte. Die Nacht auf Montag schon recht verbreitet, frostig, vor allem wo dann Schnee liegt. Östliche Mittelgebirge, Erzgebirge, höhere Täler, durchaus sogar mal zweistellige Minusgrade. Ja, und dann sehen wir den weiteren Verlauf. Dienstag und Mittwoch lassen wir noch mal schnell durchlaufen. Auch da doch vielerorts relativ verbreitet eben die frostigen Werte. Sollte es doch mal nachts bewölkt bleiben, können wir auch knapp über Null bleiben. Also schon eine ordentliche Aprilfrische. Ja, und Blümchenalarm für frostempfindliche Pflanzen. Jetzt hatte ich ja gesagt, schauen wir mal so ein bisschen Ostern. Und natürlich, wir können nur grobe Strukturen der Großwetterlage schauen. Was deutet sich an? Und zwar, wenn wir heute mal das ECMWF-Wettermodell erstmal so die Hauptläufe betrachten für den Ostersonntag jetzt mal, sehen wir, dass das ECMWF heute Morgen so ein bisschen ausreißt eher. Das hat diese Hochdruckzone zwar auch recht klar mit dem Schwerpunkt so Skandinavien, dann runter so auch so teilweise bis nach Mitteleuropa. Aber die allermeisten Modelle tendieren doch eher klar dahin, dass es ein recht kräftiges Skandinavien-Hoch gibt mit nordöstlichen oder teilweise sogar östlichen Strömungen bei uns und relativ kalt. Nach dem ECMWF, da würde ja schon die mildere Luft sogar sich langsam anpirschen im Westen und Südwesten. Da könnte es dann einen Temperaturanstieg geben, dass es vor allem im Südwesten Deutschlands schon deutlich milder wird, zumindest die 15 Grad dann tagsüber in Reichweite kommt. Aber wie gesagt, die meisten Modelle haben das kräftige Skandinavien-Hoch drin mit einer recht kühlen östlichen oder nordöstlichen Strömung. Und dahin tendiert auch klar das Mittel des ECMWF-Wettermodells zu diesem kräftigen Hoch Skandinavien-Nordmeer. Also das heißt, der Hauptlauf ordnet sich nicht so gut in das Mittel vom ECMWF heute ein. Das kann man also so grob sagen, dass es eher insgesamt vor allem nach Norden und Osten hin nach einem relativ kühlen Osterfest aussieht und es dort auch eben zeitweise unbeständiger sein kann. Ja, vielleicht sogar mal mit Schneeregen. Schauen wir mal ein bisschen weiter jetzt. Ich will einfach mal so grob den Trend zeigen, was das Mittel zeigt des ECMWF. Und ich hatte ja auch schon öfter gesagt, oft sieht man in diesem Mittel aus 50 Lösungen beim Luftdruck gar nicht so, wenn man jetzt teilweise 10 Tage vorausschaut oder ein bisschen weiter, gar nicht die großen, klaren Signale, wo die Reise bei der Großwetterlage hingeht. Aber wir sehen ganz klare Signale, auch in der Folgewoche nach Ostern, für ein kräftiges Hochdruckgebiet, Hochdruckschwerpunkt, irgendwo Skandinavien, Nordmeer. Was natürlich bei uns weiterhin bedeuten würde, eher nordöstliche oder sogar östliche Strömung und insgesamt relativ kühl. Allerdings muss man sagen, eben mildere Luftmassen liegen auch hier natürlich im Bereich des Mittelmeers. Und am ehesten, am größten ist weiterhin die Wahrscheinlichkeit, dass man doch im Südwesten, ich sag mal grob Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz, vielleicht NRW oder Hessen, dass man dort dann doch allmählich in mildere Luftmassen kommt. Und auch so eine Großwetterlage, ich sag's nochmal wie gestern schon im Video, jetzt im Winter hätten wir Januar, Anfang Februar, ja, da wäre das die richtige Hochwinterwetterlage. Und solche Wetterlagen werden jetzt im Verlauf im April allein aufgrund der Sonneneinstrahlung, aufgrund der starken Sonneneinstrahlung tendenziell schrittweise automatisch milder. Also das heißt so, es könnte dann zunehmend doch allmählich frühlingshafter werden im Verlauf.
Was will ich dazu noch zeigen? Natürlich die Ensembles. Wir müssen mal ein bisschen schauen, wo geht die Temperaturreise hin, vergleichen mal die 50 Lösungen, einfach mal Berlin. Und man kann sagen, dass jetzt dieser Trend, den ich jetzt hier für Berlin zeige, im Großen und Ganzen so für den Norden und für den Osten gilt. Hier ist man ja tendenziell die ganze Zeit eher näher an den kälteren Luftmassen dran. Und was sehen wir ganz gut? Ich habe mal Ostern markiert. Wir setzen hier mal an vom Karfreitag dann bis in die Folgewoche nach Ostern etwas hinein. Und wir sehen schon, man kann festhalten nach fast allen Lösungen hier. Wie gesagt, stellvertretend so der Norden und Osten, wird es wohl mit der 15 Grad Marke über Ostern nichts werden. Das heißt, nur wenige Lösungen kratzen mal hier an der 15. Eher kann man im Großen und Ganzen sagen, wird es sich eher um oder etwas über 10 Grad tagsüber einpendeln und mit deutlich frischeren Nächten im deutlich einstelligen Bereich eventuell sogar auch leichter Frost. Ein bisschen ein anderes Bild bietet sich, was ja jetzt auch schon herauskam bei den Karten, die ich gezeigt habe, wenn wir nach Südwesten schauen. Einfach mal Saarbrücken, das ist so ein bisschen stellvertretend so für das Rheinland, auch ebenso die Niederungen in NRW, aber auch so Rhein-Main-Gebiet, Baden-Württemberg, das sind ebenso die Niederungen im Westen und Südwesten. Und hier sehen wir schon insgesamt eine mildere Tendenz, was ja eben sich auch abzeichnet, dass der Südwesten und Westen im Verlauf durchaus etwas milder werden kann. Das heißt, über Ostern dürfte es auch noch etwas schwieriger werden mit der 15-Grad-Marke. Ausschließen will ich es nicht. Und im weiteren Verlauf doch viele Lösungen gehen dann hier zumindest nach Ostern in den Bereich, dass wir zumindest häufiger mal Richtung 15 Grad kommen oder diese auch knacken. Was wir aber sehen, der große Wärmeböller oder so jetzt mit 20 Grad oder so, der ist erstmal relativ unwahrscheinlich. Das soll es für heute erstmal gewesen sein, mit dem Blick auch Richtung Ostern. Ich bin morgen nicht da, der Lars ist ja im Urlaub, aber Sonntag gibt es von mir wieder das nächste Update. Ich bin gespannt, wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis dann und ciao.